Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Ja, ich bin hier bei Digimon Masters Online. Auf dem Wunsch von TS3 Index werde ich das jetzt mal antesten. Ich hatte hier schon mal reingeguckt. Deshalb ist das gelbe Viech hier, wie heißt das noch gleich? Agumon, glaube ich. Noch schon Level 2. Ja, ansonsten. Charaktererstellung habt ihr nicht viel verpasst. Also, man wählt sich den Tamer aus, man wählt sich das Digimon aus, mit dem man startet und ja, das war's dann schon. Ich glaube, ich hatte beim Ausprobieren auch schon die Quest quasi abgeschlossen. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Hier. Also, hier haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, per F-Tasten das Digimon Sonderfähigkeiten ausführen zu lassen. Und ansonsten Kampfbefehle, Angriff, Folgen. Stehen bleiben, irgendwas aufheben oder so, kann man halt, oder Digimon wechseln, kann man halt darüber machen. Also macht automatisch so Angriffe, wir können eigentlich gar nichts machen. Ist ja auch irgendwo Standard. Wir brauchten sogar nur einen umlegen. Aber wir haben, glaube ich, irgendwas Cooles gekriegt. Ein Beast Digi Egg. Was ist das andere? Das ist Digi Egg zum Verkaufen. So. Rookie 2, da haben sie sich ja viel Mühe gegeben mit den Namen. Ja, auch schon ein Schreibfehler. Also, wir sollen der Straße folgen und treffen da dann Markus. Okay, nicht dieser Straße. Ach, wahrscheinlich unten der Straße. Ah ne, nicht mit Markus, sondern mit Sarah. Da müssen wir speichern. Leute. Ah, da hinten ist eine Treppe. Okay, also die Schrittgeräusche sind ja schon mal so ein bisschen. Ein Uppermann. Oh. Unser Winston ist bereits Level 3 jetzt. Okay, also wir haben Level abgemacht und direkt hat
Argumon auch nochmal ein Level gemacht. Oma Yushima. Ja, alles in Rot geschrieben und alles hintereinander geklatscht und irgendwie. Aber man gibt einem auf jeden Fall immer irgendwelche Tipps nebenbei. Und wir haben gleich keinen Slot mehr frei. Ich rüste das mal jetzt aus. Und das rüste ich aus. Okay, das ist was zum Heilen. Das ist was, um mich zu heilen. Was ist das? XP Boost. Ich mach mal hier Platz. Battle Tag, Payment. Aha. Energy Pill Event. So, gucken wir mal, was ist denn hier los? Scheint schon ein bisschen heftiger zu sein. Ich glaube, das war gar nicht mehr nötig, aber ist egal. So, wo müssen wir noch hin? Hier? Okay. Da ist nichts. Also dieses Laufgeräusch, gut, das normale, also von unserem Tamer ist ja noch zwar laut, aber es ist ein normales Schritt, Laufen, aber dieses von dem Argumon, das ist ja schon so ein bisschen nervig. Ach, stapeln kann man ja auch nicht. Na, no. Kann ich den jetzt scannen? Das ist ein Scannable Digi-Egg. Was brauche ich dafür? Achso, hier ist eine Liste aller. Digimon. Zielmaster, was haben wir denn hier unten noch? Missions, Community, Shop. Natürlich darf ein Shop beim Free-to-Play-Game nicht fehlen. Ach, gucken wir mal, was die zweite Attacke kann, die wir vorhin gekriegt haben.
schlecht. Primogimon. Mogimon. Ach, ja. Fedramon, okay. Ich glaube, wir gehen hier erstmal eine Quest suchen, bevor wir da noch weiter Viecher ummachen. Vending Machine. Time Dimension Bomb. Okay, ich glaube, sowas brauchen wir erstmal nicht. Das ist zum Heilen. Das ist irgendwas anderes. Memory Chip. Okay. Digi Egg Hatching. Gehe ich da jetzt? Okay. Hm. Rookie Requirements. Okay, man hätte auch... Oh, schließt doch nicht immer das Fenster. Bleibt doch einfach mal drin. Okay, was bringt das jetzt? Hä? Huh. Ah, okay, das bringt dann Geld. Die anderen scanne ich jetzt. Ah, okay, da kriege ich dann Items raus. Okay, versuchen wir das nochmal. Okay, wir haben kein Event mehr wahrscheinlich, deshalb nehme ich das jetzt mal nicht da. Yokohama Sadaman. Na toll. Akihiro Gratas Research. Research Data Dragon. Mhm. Okay. Also bekannt kommen mir so. Out of sight, ja, ist klar. Also mir kommen noch so einige von der ersten Staffel, die ich damals mal geguckt habe. Bekannt von den Viechern hier, aber ich fühle mich hier gerade so ein bisschen verloren, was zu tun ist. Okay, wir sprechen jetzt erstmal mit der Main Quest. Sarah Damon. Dann gucken wir noch mal, was da mit dem Research Data Dragon ist. Was da los ist. Okay.